Hallo und herzlich willkommen zu Vulkanoids, ihr alten unterirdischen Kraxler. Ja, wir sind wieder zurück zu einer neuen Folge und ich rüste mich erstmal ein bisschen aus, denn wir sind ja dabei, die neue Insel demnächst wieder zu erkunden. Also den zweiten Bereich der Insel, nicht die neue Insel, sondern den zweiten Bereich. Und wir haben beim letzten Mal so ein bisschen sortiert, ich erinnere mich. Ja, sehr schön. Genau, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ich hab da mal was vorbereitet. den Schießpulver haben wir, glaube ich, durch dieses Dings bekommen, ne? Ach, hier haben wir ja noch mehr. Ach, du Heilige. Stimmt, haben wir ja reingepackt schon. Genau, die Kupferbarren haben wir reingepackt. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir nicht einfach den Schrank schmal machen, so wie den. Weil ich bin der Meinung, die nehmen weniger Platz ein wie die. Kann das sein? Ist das so richtig? Kann ich da... Ich bin der Meinung, die nehmen weniger Platz ein. Ich kann mich aber auch irren. Wir haben nämlich oben noch einen Schrank, wenn ich mich richtig entsinne. Der müsste hier drin sein. Weil dann kann man nämlich hier unten lieber solche Sachen reinpacken. Ist mir nämlich jetzt mal so während der Pause aufgefallen oder ist mir eingefallen. Weil man muss das ja ins Dings reintun, also hier in den Frachtraum. Weil dann macht das ja mehr Sinn, wenn man da quasi... ja, die solche Sachen da reinpackt halt. Also zumindest so. Und halt, der ist ja schmaler. Und dahinter muss man ja nicht ran. Man kann ja da oben auch ausschalten und so und einschalten. Und man kommt da hier viel schneller in den Frachtraum. Hier könnte man vielleicht auch noch ein Dings dran machen. Da hinten haben wir ja noch einen Schrank, weil der eigentlich total unnütz ist. Erstmal. Ich weiß nicht, ob man hier vorne nochmal irgendwann was braucht. Deswegen würde ich den vielleicht erstmal hier hinpacken. Dann kann man immer noch gucken, ob man da vielleicht ein paar Sachen reinpackt, die man reinschmeißen muss. Wie zum Beispiel... Diese Erzsachen, dass man da vielleicht mal irgendwie so drei Reihen, also ich würde jetzt hier von der Reihe mitnehmen, dann hier von der Reihe und hiervon würde ich vielleicht, nee, Quatsch, ach, die anderen haben wir ja gar nicht mehr, ne? Okay, gut. Dann würde ich das hier nämlich so reinpacken. Dann haben wir das ja erstmal so. Beim letzten Mal haben wir ja, wie gesagt, haben wir ja quasi so ein bisschen vorbereitet für das, was wir brauchen. Für so, wie gesagt, wenn wir mal eine Rüstung bauen wollen, damit wir direkt drauf zugreifen können. Damit wir halt alles immer so parat haben, was wir benötigen. Ja? Dann können wir nämlich direkt zum Beispiel die Komponenten nämlich herstellen, weil wir das nämlich alles haben. Dann brauchen wir nicht mal irgendwie erstmal hin und her und Lager hier, Lager da. Trotzdem würde ich gerne erstmal mein Schiff natürlich aufwerten. Dazu heißt es, wir müssen zur anderen Seite der Insel. Haben wir denn genug? Wir haben noch 5 Granaten. Ich würde tatsächlich jetzt mal so ein bisschen ein paar Granaten nochmal herstellen. Dazu brauchen wir Kupferrohre und Kupferschrauben. Da ist doch gar kein Problem. Kupferrohre? Warte mal, kann ich Station aus? Wie viel machen wir denn mal? Dazu brauchen wir Kupferbarren. Wir haben ja genug, ne? Wir machen mal so 50? 50? Wie viel brauchen wir davon? Ein jeweils. Und Kupferschrauben, ne? Davon machen wir auch mal 50. Oder machen wir 100? Oder machen wir 100? Alter Schwede. Klick, 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 klick. Kann man das nicht ein bisschen beschleunigen? So, wir machen 100, 100. Also brauchen wir 100 Barren? Also brauchen wir 200 Barren. Haben wir 200 Barren? Also brauchen wir jeweils 200 Barren. Wir haben im Frachtraum 140. Wir haben aber noch genug. Ja, das dürfte, das reicht, glaube ich, nicht mehr, oder? Doch. Die packe ich auch noch ein. Also 200 Barren. Dann sind die Barren nämlich auch schon wieder fast weg. Schaut mal. Das heißt, wir müssen... War das mit Kupfererz, die Barren? Weil wir haben die ja aus dem Schrott letztes Mal hergestellt. Ne, fällt mir ein. Kupfererz, ja. Das heißt, wir können hier auch nochmal ein bisschen herstellen. Weil dann ist das nämlich auch schon wieder weg. Also ihr seht, das geht ratzfatz hier mit den Ressourcen. Die sind ratzfatz, sind die hier weg. Wisst ihr was? Dann machen wir das einfach. Dann stellen wir die hier auch nochmal eben schnell. Dann sind die... Ist doch Kupfererz, ne? Ja, den muss ich dann hier reinpacken. Oh, Lager ist voll. Okay, ich weiß warum. Weil wir hier die Barren haben. Das heißt, wir müssen erstmal, weil wir jetzt auch die Rohre und so kriegen,
Dann würde ich hier erstmal vielleicht ein bisschen was rausnehmen. Das kann einfach mal so drin bleiben. Erstmal. So, dann lass mal die Sachen erstellen. So, das dauert ja ein bisschen. Das wird ein bisschen dauern. Gut. 100, 100. Das nimmt natürlich auch viel weg Platz, ne? Fällt mir gerade ein. Das heißt, wir können theoretischerweise das auch mal ein bisschen hier aufteilen. Ach, der stackt das nicht, ne? Der macht daraus 500, 500. Ach, hier sind auch noch Granaten. Sehe ich gerade. Und dann haben wir hier 1000... Ne, warte mal. Doch, 1150. Das reicht doch, oder? Und für die Flinte kann man das auch irgendwie aufteilen? Dass es nicht so viel ist, quasi, ne? Aber dann passt das ja. Drop kann man auch machen. Wusste ich gar nicht. Gut, ich habe keinen weiteren. Doch, hier haben wir noch ein Schränkchen. Jo, man war doch. Ja, Kupferschrott haben wir nicht. Ah, hier haben wir auch noch. Ne, Kupferpatronenhülsen. Dann würde ich tatsächlich den auch nochmal nehmen. Nochmal hier solche Sachen reinpacken. Und hier einfach mal sagen: Hier haben wir diese Munition drin. So, die Schrotflintenmunition packe ich dann gleich wieder ins Lager. Können wir direkt wieder reinpacken. So, 100 haben wir schon mal. Und 100, wunderbar. Wir haben noch 3 Barren. Den Rest würde ich auch direkt reinpacken. Und dann würde ich hier das Kupfererz jetzt reinpfeffern. Das dürfte jetzt eigentlich gehen. Ja. So, das heißt, wir stellen hier jetzt. Den machen wir aus wieder. So. Dann stellen wir hier die Barren her. Auch so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel kriegen wir denn jetzt da raus? Ich glaube, wir brauchen einen Kupferbarren, ne? Wie viel haben wir denn? Lass mal eben gucken. 150, also kriegen wir 150 Barren daraus. Holy shit. Mein Finger blutet durchs Klicken. Geht das nicht irgendwie schneller? Oh Gott. Oh, ein zu viel. So, jetzt aber. Station an. Let's go. Gut, dann läuft das auch. Sehr schön. Vorbereitung ist alles. Dann haben wir das auch soweit. Schredder, lalalala. Ich weiß gar nicht, ob wir den aktuell brauchen. Den können wir theoretischerweise auch erstmal nach oben packen. Zu den... Ja, wenn wir Platz hätten, natürlich. Ich packe das mal da rein, ist ja, oder? Na, nachher komme ich durcheinander. Dann lassen wir den unten drin. Bräuchten echt noch einen Schrank, ne? Was kostet uns denn ein Schrank? Kupferplatten haben wir oben. Ne, hier oben. So, da. Lass mich durch. Bin zu dick. So. Ja, die müssen wir hier reinschmeißen, ne? Ja, mach mal eben. Danke. Huch. Wollte ich gar nicht. Also, ich speichere mal eben. Apropos, fällt mir gerade ein. Den Schrank nehme ich mit. Die Kupferplatten nehme ich auch wieder raus. Und wir sind fertig. Ehre. Oh. Nehmen die überhaupt alle da rein? Doch. Müsste eigentlich. Ja, natürlich. So, sehr schön. Dann haben wir die nämlich auch wieder. Einmal stapeln und sortieren. Den Schrank. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte... Achso, für die Munition. Das können wir eigentlich hier unten machen, ne? Dann mache ich den... Ich hätte gern hier noch... Ah, hier geht auch. Guck mal. Ah, jetzt geht das. Guck mal, können wir theoretischerweise auch hier machen. Hier stört das auch nicht so extrem, finde ich. Pass auf, dann mache ich nämlich hier die Munition rein. Für, na. Hier für unser Schiffchen. Dann baue ich den nämlich nochmal ab. Den würde ich vielleicht auch nochmal umstellen. Schon wieder das Lager. Alter, das ist eine Never-Ending-Story hier mit dem Lager. So, wir haben noch einen Schrank in der Tasche. Genau, wir wollten nämlich eventuell vielleicht nochmal unten jetzt vielleicht doch nochmal ein Schränkchen. Haben ist natürlich ganz toll. Hänge ich den hin? Ne, den stelle ich hin. Ja. Ist eh jetzt Vulkanausbruch, also wir haben eh gerade, können eh gerade nicht raus, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Pass auf, ich reiße den nochmal ab, dann mache ich den hier hin. Ich lasse den nochmal oben stehen. Vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht bauen wir noch einen Schrank. Komm, wir bauen noch einen Schrank. Kupferplatten.
Ich mache mal 4 Schränke. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Keine Ahnung. So viel Platz haben wir gar nicht. Kann ich ausmachen? Danke. So. Ich weiß nicht, warum ich 4 Schränke baue. Es ist mir ein Rätsel. So. Ich klatsche hier den ganzen Wagen mit Schränken voll. Das ist so. Nein. Nein. Mach das weg. Warte, ich pack mal eben die Sachen hier weg. Und zwar diese Sachen hier. Sonst baut er mir da gleich irgendwie solche. Und die können wir gleich im Dings packen. Genau wie die Sachen auch. So, das heißt, hier haben wir genau solche Sachen. Dann weiß ich, dass das da drin ist. Hier würde ich tatsächlich nochmal so einen hinpacken. Oder packe ich das um? Nee, warte mal. Ich packe das mal um. Weil das hier alles nehmen. Packen wir hier rein. So, genau. Stapeln, lalala. Stapeln, lalala. Dann machen wir hier den. Wo haben wir es denn? Da. Hier machen wir nochmal Technologien. Ja, hier machen wir nochmal Technologien, damit die weiß, aha, Technologie und so, tralala. So, dann passt das ein bisschen besser, finde ich. Gut, okay, wir haben noch 2 leere Schränke, das ist gut. Falls wir unten, wie gesagt, noch ein bisschen Ressourcen brauchen. Das System finde ich jetzt ein bisschen besser, weil wir halt immer wieder hier was reinpacken müssen, ne? Achso, die Kupferbarren müssen wir ja auch da reinpacken. Zumindest ein paar. Würde ich jetzt mal ein paar da reinschmeißen, falls wir das brauchen. Ich glaube, ein Stack nehme ich noch mit. Sind die nämlich auch schon wieder fast weg. So, die Schrauben, die. Kommen auch da rein. Dann haben wir soweit erstmal alles. Die Kupferplatten nehme ich raus. Den Schrank packe ich hier mit rein. Schrank, 2 Schränke im Schrank. Was haben wir hier? 5. Achso, hier sind die Erze drin. Na ja, würde ich auch mal eben einmal hier den hier markieren. Dann wissen wir, was da drin ist. Und hier packe ich jetzt erstmal den Kram rein. So, wir haben 60. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Weil die ja doch ein bisschen mehr aushalten. Nee, ich mach mal hier die Platten hin. Dann weiß ich, dass das da drin ist. Okay, wir haben volle Zeit. Wir sind soweit erstmal gut ausgerüstet. Beziehungsweise ich wollte noch irgendwas bauen. Ich wollte noch mal ein bisschen, hier, Kupferplatten. Siehste, brauchen wir nämlich auch noch. Die können wir mal eben herstellen. Ich mach mal so 50 Stück. Weil wir brauchen ja für 2 Kupferschrauben, 2 Kupferplatten brauchen wir jeweils, okay. Mach ich mal 4 Stück davon. Ja komm, 5. Auf einem Bein kann man nicht stehen. So, damit wir das nämlich auch haben. Gucken wir mal, das dürfte ja eigentlich relativ zügig gehen. Ja. Weil dann nehmen wir das mit, dann haben wir genug Rüstung. Munition würde ich auch nochmal einpacken. Vorsichtshalber ein bisschen mehr, ne, falls uns die Muni ausgeht. Aber alles ist fertig. Sieht so aus. Jo, alles klärchen. Wir haben noch Platten, wir haben noch Schrauben, wir haben noch Dings, wir haben noch... Alles klar, sehr schön. Schiffchen hat noch genug. Wir haben Rüstung, wir haben Muni. Was soll da noch schief gehen? Ich würde sagen, ich speichere. Und... Mal ausmachen, ne? Alles, was wir nicht brauchen, machen wir aus. Strom sparen, muss man ja heutzutage, ne? So, gut. Hatten wir genug Granaten? 15 Granaten. Sind jetzt nicht so viele, ne? Was kosten uns die denn nochmal? Komm, ich mach nochmal 10 Stück. Vorsichtshalber. Dann haben wir die, ne? Gegenstand. 0 von 1. Wir müssen ja auch, wie gesagt, noch weiter ausbauen. Das, ja. Nein. So, haben wir. Das sieht doch super aus. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt ready, um zu reisen. Und zwar zur anderen Seite, ne? Wir müssen jetzt unser Schiff aufwerten. Das heißt, wir brauchen die anderen Stufen, ne?
Wie war denn das nochmal? Müssen wir jetzt erst rüber? Ich glaube ja, oder? Produktionsketten, Kern aufwerten. Wir fahren erstmal nach oben. Bevor ich jetzt rüberfahre zur zweiten Seite der Insel. Sicher ist sicher. Schauen wir mal. Wir müssen den Kern ja quasi auf 2 bringen. Maximale Energie. Was steht da? Maximale Energie? Ah, Inventory. Guck mal, 24. Dann kriegen wir bestimmt 48 oder so. Dampfturbine. Grundlegende Bullshit-Turbine. Stark genug für 2 Segmente. Alles klar. So, was müssen wir denn jetzt? Kern 2 wird benötigt. Ach, Kern 2 suchen. Kern 2 suchen? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite. Alles klar, okay. Und wir tauchen wieder ab. Tschüss. Das heißt, wir müssen drüben hin, auf die andere Seite der Insel. Das machen wir mal. So. Gucken wir noch mal. Ich speichere gleich noch mal eben schnell. Der Hafen. Das Lamm. Hurz. So. So, ich speichere. Wenn er speichert. Ich hoffe. Ist mir egal. So, ich weiß gar nicht mehr. Sind wir hier lang gefahren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zur zweiten Insel kommen. Also zur zweiten Seite. Ebene 1 und 2. Sind wir hier lang gedüst? Handwerksbetrieb. So. Ich düse mal hier hin. Ich meine, wir sind hier irgendwie außen lang gefahren. Schacht 1 und 2. Steinpassage zum nächsten Bereich. Bohrer 2 nötig. Ja, haben wir ja, ne? Nee, warte mal. Zum nächsten Bereich? Was heißt nächster Bereich? Wo geht's denn da hin? Darf ich da mal eben gucken? Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich jetzt hier drüben? Auf der anderen Seite? Ach so, das heißt nur, dass man hier rüber... Ach so, alles klar. Mit dem Bohrer kann man auch durch diesen Stein fahren. Jetzt verstehe ich das, alles klar. So, meine Frage... Oh, was ist das denn? Oh, Kessel nehme ich mit. Alter! Nehme ich alles mit? Eisenerz nehme ich auch mit. So, wenn wir schon einmal hier sind. So, dann düsen wir jetzt mal hier so ein bisschen entlang und wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwo eine Landestelle finden, wo wir rauffahren können. Was nochmal? Eisenschrott nehme ich auch mit. Warte, erst hier. Hydraulik nehmen wir mit. Rohkristall und dann würde ich sagen, an der Küste gehen wir mal hoch. An die Oberfläche. Ja, Ehre. So. Gut. Ich würde sagen, wir haben wieder viel zu lange im Schiff verbracht. Ich weiß, sorry, es tut mir leid, aber dafür sehen wir jetzt wieder ein bisschen Tageslicht. Ich schicke das Schiff auch direkt wieder weg. Ihr wisst, wie hardcore das hier mittlerweile auf der Seite ist. Wir haben das ja schon beim letzten Mal sehr hart erfahren. Hart. Du weißt, was ich meine. Es ist hart. Hart, hart. Deswegen schicke ich direkt das Schiff sofort weg. Und zwar mit der 6, glaube ich, war das, ne?